Also ich kann mal so sagen, ich beschäftige mich auch ein bisschen damit und ich habe da auch ein bisschen was gelesen darüber und manche Sachen kann man glauben, manche sollte man nicht glauben, aber ja, es gibt echt Sachen, die sind überkrass. Ich habe zum Beispiel irgendwie mitbekommen, dass es einmal im Jahr in Amerika zum Beispiel eine Organisation gibt, die sich, die 2 Wochen lang Sommercamp feiert. Das sind die mächtigsten Männer der Welt, also aus der Wirtschaft, aus der Politik etc. international, die treffen sich 2 Wochen lang, beten eine riesengroße Eule an, opfern eine rituelle Puppe, ja, bringen die Puppe um und beten den Teufel an. Ja, und das ist George Bush Junior und Senior, da war Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler dabei, etc. etc. Es sind keine Frauen erlaubt, ja. Es gehen die Gerüchte rum, dass homosexuelle Tätigkeiten da Dinge passieren, etc. 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 Und das ist kein Hirngespinst, das ist keine verrückte Verschwörungstheorie, sondern das ist gefilmt worden und du kannst das nachschauen. Du kannst auch in Helmut Schmidts im Buch kannst du es nachlesen zum Beispiel, etc. Und das sind einfach Sachen, die sind geisteskrank und mit sowas beschäftige ich mich schon, ja. Zu viel Rapper, die mit Lügen ihre Parts versenden. Leider zu wenige Menschen, die mal ein Buch lesen. Leider zu viele, die zu blind sind, um den Betrug zu sehen. Lassen sich verzaubern von Politikern mit bunten Reden. Und deswegen besteht auch die Gefahr, dass wir bald untergehen. Ich hasse es, wie ein Hund zu leben. Doch verdammt, ich schwör, bis zur letzten Stunde zu streben. Ich brauch keine Wunder zu sehen. Ich brauch nur ein Blatt und ein Stift, so hab ich's gut und bequem. Rebellion Part 2, mal wieder gut souverän. Ich bin der Rapper, der sich auch mal traut, die Wahrheit in den Mund zu nehmen. Ja, so ist es, ich rap für Wahrheit, nicht für Bitches. Von Spacken mit Gangster-Image machen dickes Business. Landen in der Hitlist, schaut euch nur die Scherben an. Gehirnwäsche, positiv, preisgekrönt und sperrt. Doch ich weiß, es gibt genug Menschen da draußen, so wie ich, die zu diesen Texten lächeln und bouncen, so wie ihr, die auf die Straße gehen und für das Gute kämpfen, so wie wir. Doch leider gibt es zu viele von dir. Doch ich weiß, es gibt genug Menschen da draußen, so wie ich, die zu diesen Texten lächeln und bouncen, so wie ihr, die auf die Straße gehen und für das Gute kämpfen, so wie wir. Doch leider gibt es zu viele von dir. Wieso sind die echten Rapper niemals auf der Juice? Wieso sind die meisten arm, die anderen reich wie Tom Cruise? Gonna find out the truth. Wieso sind die Bilderberger Treffen niemals in den News? 24 Stunden täglich Lügen im TV. Propaganda Tagesschau, mir wird zu übel und ich schau. Lieber Infokrieg.tv, klär mich auf und ich seh Fall of the Republic auf DVD. Alex Jones, Martial Law, die Zeit des Aufwachens. Ich schreibe täglich meine Texte zwischen Rauchschwaben, Terrorstorm, Zeitgeist und dazu Loose Change. Ich mach mich schlau und werde wach mit genug Brain. Ich bin bereit für den Kampf, zeig mir das Schlachtfeld. Revo, der Typ, der nicht die falsche Macht wählt, sei dir sicher, dass ich immer von der Wahrheit schreibe. Doch glaub nicht alles, überprüf es wie die Arbeit. Ja, ich weiß, es gibt genug Menschen da draußen, so wie ich, die zu diesen Texten lächeln und bouncen, so wie ihr, die auf die Straße gehen und für das Gute kämpfen, so wie wir. Doch leider gibt es zu viele von dir. Doch ich weiß, es gibt genug Menschen da draußen, so wie ich, die zu diesen Texten lächeln und bouncen, so wie ihr, die auf die Straße gehen und für das Gute kämpfen, so wie wir. Doch leider gibt es zu viele von dir, doch ich weiß, es gibt genug Menschen da draußen, so wie ich, die zu diesen Texten lächeln und bouncen, so wie ihr, die auf die Straße gehen und für das Gute kämpfen, so wie wir. Doch leider gibt es zu viele von dir. Vergiss nicht, dass hier ist Real Hip Hop. Vergiss Jay-Z, dass hier ist Real Hip Hop. Denk an Tupac, das ist Real Hip Hop. Denk an Revo, das ist Real Hip Hop. Ich hab nicht mehr erwartet, der arme Mann, der ist ja auch nur letztendlich auch nur eine Marionette so. Da gibt's auch, oh, jetzt wenn wir schon mal bei Verschwörungstheorien sind, kann ich nur jedem auf YouTube empfehlen, The Obama Deception, gebt euch das auf jeden Fall, sehr, sehr interessant. Letztendlich ist er auch nur eine Marionette, die halt, er trifft halt so hundertprozentig den Zeitgeist. Ich bin trotzdem froh, dass es ein schwarzer Präsident ist, ich will jetzt nicht so als so komisch rüberkommen, aber letztendlich kann er diesem Anspruch, ein Messias sein zu müssen, für die Welt gar nicht gerecht werden. Das kann niemand. Aber der wäre auf jeden Fall der richtige Mann, aber es ist von den gleichen mächtigen Drecksäcken eingesetzt worden, wie alle Präsidenten vorher.